Uff, uff, uff. Das war spitze, Alter. Oh Mann, ja, wertvollste Truppenteile hat er hier verloren. Das war eine ziemliche Klatsche für ihn. Ja, wir haben zwei Einheiten Skelettkrieger verloren. Das ist für uns jetzt nicht weiter tragisch, weil die kriegen wir sowieso wieder. Ja, ist die Frage. Gefangene und... Ja, doch, wir unterwerfen die Gefangenen. Nice! Jawohl! Jawohl! Juhu! Grimmfluch! Juhu! Sehr nice. Ja, das war ein beeindruckender Sieg, würde ich sagen. Geh mal wieder zurück hier. Ernsthaft jetzt? Jetzt halt. King of Darkness. Ja, ich bin's, der King of Darkness, gell? Ja. Du kämpfst da wenigstens. Ja. Descendant of Battle. Dans macabre. Okay. Unstoppable. Into Darkness. Okay, dann setz dich da mal rein. Kannst du was rekrutieren? In der aktuellen Stellung natürlich nicht, das war klar. Du könntest dir... Ja, Kufgule, nee. Ja, im Moment würde ich jetzt sowieso nicht so viel rekrutieren, aber... Von Garstein. Naja. Okay. Also ich würde sagen, die größte Bedrohung... Die größte Bedrohung ist erst einmal abgewendet. Also ich meine, das Imperium... Ja, das haben wir jetzt ziemlich runtergekloppt. Ja, okay. Wie gesagt, die geben noch nicht auf. Sie geben noch nicht auf. Ah, was ist hier eigentlich? Können wir mit den Grünhäuten mal was machen hier? Ey, Knochen klappert's. Niedrige Wahrscheinlichkeit. Na, okay. Ja, aber verbessert sich immer weiter. Das ist gut. Das ist gut. Irgendwann werden wir die auf unsere Seite kriegen. Okay, das ist ja Weltenwandler. Mit wem ist der im Krieg? Oh, der ist mit einer ganzen Menge Leute im Krieg. Flotte der Verdammten. Ja, ist ja gut. Interessiert mich überhaupt nicht. Nix. Was ist hier los? Unfreundlich. Ah, verbessert sich weiter. Sehr gut. Ja, ich bin jetzt gerade überlegen, ich meine hier, die Festung wollte ich ja eigentlich einnehmen, ne? Genau. Können wir mit Bretonia vielleicht was machen? Nee. Die wollen Krieg, bis die Finger bluten. Okay. Können sie haben. Ja, da würde ich mal sagen, machen wir euch jetzt lang. Ja. Ja, Kavallerie-Überlegenheit wieder mal to the fullest. Obwohl, nee. Nee, haben sie nicht mal. Sie haben Pegasus-Ritter, das wird ätzend. Aber nee, komm. Nein, Leute. Wir sind ja von einer Schlacht in die nächste geraten. Aber egal. Ich sage es ja, wir die Vampire verteidigen hier mit Zähnen und Klauen und greifen auch entsprechend entschlossen an. Wir werden jetzt hier... Ich werde hier einen erbarmungslosen Kreuzzug gegen diese menschlichen Völker führen. Ich habe die Schnauze wirklich voll. Die haben mich jetzt lange genug genervt. Ach ja, herzlich willkommen zurück auf Eroberungszug mit Money. Ja, abwarten brauchen wir nicht bei 29. Wir haben, Alter, 115 Energiereserven. Einfach nur geil. Wir starten unsere Aufstellung. Ich freue mich tierisch einfach. Ich liebe das, wenn man mit so vielen Zauberkräften arbeiten kann. Jetzt lass mal überlegen. Wir haben jetzt hier wieder... Ach ja, das Tor müssen wir wieder aufmachen. Natürlich, das Tor. Was täten wir nur ohne selbiges? So, zack, rein da. Dann haben wir hier noch die Fliegertruppe. So, die tun wir jetzt erstmal weg. So, hier, Dingens hier. Der Karren des Nagash, oder wie der heißt. Klaue des Nagash heißt der ja, so. Genau. Beziehungsweise... Genau, packen wir die so an die Seite jeweils. Damit die es möglichst, damit die möglichst gleich schnell da hinkommen. Sondern nicht auf die 1, auf die 3. Ihr seid der Dreier-Trupp. So, dann natürlich wieder mal die Fliegertruppe hier. Stellen wir nachher zusammen. Wir haben jetzt erst einmal die Aufgabe... Was ist denn mit euch? Ach, die Raubritter! Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Ja, die Raubritter packen wir auch mal in die Mitte, oder? Ja, Vorhutaufstellung haben sie ja nicht.
Dann kommen die auch auf die 3. So, und jetzt die Infanterie. Die werden sich wieder um das Erstürmen der Mauern bemühen. Genau. Beziehungsweise der Kollege hier kommt eher in die Mitte. Der kommt in die Mitte. Der ist am deutlich am mächtigsten von den allen. Der ist Stufe 39. Das ist so pervers einfach nur. Das ist einfach nur krank. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Zack. So. Ihr seid auf der 1. Genau. Ihr seid auf der 1. Und jetzt kommt noch der Fliegertrupp. Wir werden das schon schaffen. Hier, hier kommt auf die 2. Ich bin zuversichtlich. So. Der 1er Blob. Sollte vielleicht eher versuchen, hier so... hier ranzukommen. So ungefähr. Ja, ja, genau. Genau, genau. Ganz richtig. Ihr schaut, dass er darauf kommt. So. Der 3er-Trupp rennt jetzt mal kurz entschlossen das Tor ein. So. Hier. Drückt den feindlichen Einheiten hier mal einen richtig schönen Pestatem rein. Ich bin gerade im Überlegen. Ja, den Hellebardieren, glaube ich. Den könnte das am meisten wehtun. Oder warte mal. Nee. Wir machen jetzt erst einmal die ganzen Dinger hier weg. Ah. So. Genau, drück denen mal das rein. So, die Wargeists fliegen an und hauen ihnen mal so richtig eine rein. Das wird cool. Da freue ich mich schon. Genau, perfekt. Und Beeilung, Jungs. Ja, nee, ist klar. Schießt mal auf die... aua, hört doch auf. Ja, da kommt der Pestatem geflogen. Oh, Alter, macht der die alle. Holy fuck, macht der die alle. Okay, okay, sehr nice. Was können wir hier sonst noch machen? Purpursonne von irgendwem. Auf die Gralsritter. Aber ja doch. Aber Hallöchen. 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 So. Aber hallo. Was könntest du jetzt noch machen hier? Ja, Meister schwarzen Künste ist an sich eine schöne Sache. Jetzt lass mal überlegen. Oh Gott. Mach jetzt mal ruckelt so ein bisschen. Das liegt einfach an der Framerate hier, die gerade nicht so geil ist. Was ist das hier? Landsknecht mit Stangenwaffen? Nö. Ja, immer rein da. Immer schön rein da mit dem Zaubern. Und wusch! Ja, das wird richtig lustig. Wie gesagt, ich liebe einfach dieses, die Mauern clearen mit den Wargeists und dann über alles drüber rennen, was sie nicht sofort ergibt. So. So, Manfred, was kannst du noch? Bionas Schicksal. Eieiei. Okay, Manfred. Ja. Es ist Mann zu dem Fred. Mann zu dem Fred. Hau mal rein. Du machst dir mal tödlichen Ansturm. Hast du gerade deine eigenen Leute da down gehauen? Idiot. Na gut, egal. Die klettern jetzt mal erstmal schön die Mauern auf. So. Wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass die uns absolut nichts entgegenzusetzen haben von Relevanz. So. Machen wir hier Energiestein rein. Fangen wir erstmal damit an. So. Genau, dann machen wir noch mal den hier. Was können wir noch mal an Seelenfäule? Nee. Antlitz des Schnitters, langweilig. Seid ihr gegen große Einheiten? Ja, ihr seid gegen große Einheiten. Scheiße. Ah. Purpursonne of Death. Die Purpursonne of Death. Ja, gut, dann laufen mal die da rein. Oh Mann, seid ihr doof. Oh Gott, ist das nervtötend. Okay. Egal, dann greift mal da an. Haut mal ordentlich rein. Gut, dann springt mal hier rauf. So. So, und ihr räumt jetzt erstmal die Mauern frei von diesen Leuten da.
Oh, ist das Tor schon kaputt? So, Mann zu dem Fred, geh mal weg. Lass das die anderen machen. Die haben da deutlich mehr Erfahrung drin. So. Genau. Da sind noch Bogenschützen. Nervtötend. Greift die mal an. Au, 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 au. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Das sieht schmerzhaft aus. Die armen Wargeists. Kannst du die gerade nochmal kurz heilen? So, vielleicht. Hier. Die sehen aus, als hätten sie es besonders dringend nötig. Schaut, dass ihr wegkommt. Verdammte Scheiße. So. Meister der schwarzen Künste, genau. Drück ihn mal rein. So. Da macht doch mal einen Pestatem da rein. Ich glaube, das könnte richtig wehtun. Oh! Oh, der Pestatem. Oh, der tut weh. Lecco mio tut der weh. Der Sieg ist nah. Na, sowas. Dabei sind wir doch noch gar nicht fertig hier. Gut. Dann heil nochmal die hier. So. Wie sieht das denn hier im Zentrum aus? Eigentlich noch relativ solide. Oh, Manfred landet einfach mal mittendrin so plumps. Hallo, ich sag mal guten Tag. Ja, das dürft's gewesen sein. Also psychologisch sprechen die jetzt auseinander. So. Greift ihr die jetzt mal an hier? Die Ritter des Königs. So, halt die mal. So, was mache ich denn mit euch? Haut mal auf denen rum, genau. So. So, Manni. Nochmal Meister der schwarzen Künste. Genau. Ich glaube, wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten hier, was das angeht. Dann können wir im Prinzip jetzt zum Großangriff auf das Stadtzentrum ansetzen. Jetzt hier, wo wir doch ziemlich gut durch sind. Genau. Manfred, heil nochmal hier die Wargeists. Und der ganze Rest hier, der Einsatztrupp, marschiert jetzt einfach mal aufs Stadtzentrum zu. Genau. Der Fliegertrupp schaut, dass er sich jetzt mal um die Dingens hier kümmert. Na, wie heißen sie gleich? Die Pegasus-Ritter, genau. Da war ja das Ding noch. Die Pegasus-Ritter, um die müssen wir uns jetzt unbedingt kümmern. Wir brauchen die Luftüberlegenheit. Genau, Manfred wird sich da jetzt beeilen. Vielleicht kriegt er ja noch hin, hier einen Pestatem irgendwo reinzumachen. Vielleicht bei den Feldtrebuchets. Also bei den Tribocken, wie man so schön sagt. Und der Dreier-Trupp chargt einfach mal rein. So. So. Und Manfred, du weißt ja, was zu tun ist, ne? Dein Pestatem, du hast eh alles im Griff. Manfred, drück ihn, aber hart. Oh, sowas macht immer Aua. Oh, gib das jetzt. Oh, gib das ein Gemetzel. Jawohl. Nice, damit hätten wir das auch gewonnen. Wie wunderschön. Wie schön ich das einfach finde. Ich gönn's unseren Jungs. Die haben sich angestrengt. Sehr schön, Jungs. Brav habt ihr das gemacht. Ach, meine braven Skelette. Meine braven Verfluchten. Ich mag sie einfach. Die sind so cool. Verfluchte sind einfach der Shit. Auch wenn sie von den Kampfwerten ja jetzt gar nicht mal so geil sind, aber trotzdem. Irgendwie, sie gefallen mir. Hier, nachwachsendes Fleisch. Halte ich nochmal selber. So, genau.
So. Nochmal die Sensenreiter heilen hier. Das ist, die brauchen auch mal ein bisschen Aufmunterung, die Armen. Das ist doch super. Ja, ne, bleib mal da in der Mitte stehen. Du machst eher Massenregeneration, wenn ich mich richtig erinnere. Also, ja. Geh mal ein bisschen vor. Hier vom Tempo. Das ist okay. Alle 68 Sekunden kriegen wir hier einen Energiepunkt. Vielleicht können wir nochmal eine Heilung reindrücken. Ne, können wir nicht. Okay, egal. Entscheidender Sieg. Sehr nice. Gefecht beenden. Ja. Ein entscheidender Sieg und wie gesagt, auch hier wieder die Verluste sind minimal. Also 306, ja, hört sich erstmal viel an, aber für Vampire ist das ja absolut gar nichts. Nice. Ja, nochmal so eine kleine Finanzspritze. Ja, 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 doch. Ja, plündern und besetzen. Ach, komm. Oder reiß mal das Ding einfach ab. Hm. Abreißen wäre halt auch ein geiler Move. Aber andererseits, nee, 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 nee. Wir plündern und besetzen das Ding. Ja, nice. Sehr schön. Da können wir jetzt einen Erlass aufstellen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Wenn wir hier Schrecken verbreiten. Ist doch eine Idee. Come, impress me. Ja, Manfred macht einen guten Job. Definitiv. I'll ignore that. Und ja, sonst... ja, hier haben wir jetzt eigentlich alles erledigt gehabt, ne? Ja, Isabella kriegt hier ja keinen Verschleiß. Im Gegenteil, die kriegt ja sogar noch was dazu. Ja, rekrutieren. Was rekrutieren wir dir denn? Hm. Verfluchte geht jetzt nicht, weil die uralte Waffenkammer weg ist. Das ist dreckig. Die war in Niedling, glaube ich, oder in Flensburg. Ja, Tote erwecken ist ziemlich blöde Idee. Da würde ich mal sagen, ja. Oder Gruftgule vielleicht. Die sind ein bisschen besser. Ja, komm. Dann nehmen wir noch Gruftgule. Auch wenn die, obwohl, warte mal, die sind schwach. Ja, auch wenn sie... Die sind schwach gegen Panzerung. Aber... Giftattacken... Gegen große... Ja, komm, dann machen wir lieber das. Lieber ein bisschen Ansturm stoppen, das ist auf jeden Fall besser. Und, naja. Können wir hier sonst noch was machen? Wir können hier die Verteidigung verbessern, das ist gut. Das ist wertvoll. In Waldenhof können wir die Verteidigung auch noch ausbauen oder in Eschen. Ja, jetzt wird es uns langsam wieder finanziell gehen, sonst eher nass rein, gell? Wenn ich mir das so überlege. Ja, das ist ein bisschen mühsam hier. Aber egal. Wir kriegen das, glaube ich, trotzdem noch hin. Und deswegen, ja. Ja, mal sehen. Fähigkeitenpunkte. Vlad kriegt noch einen Punkt. Was nehmen wir denn? Verbesserten Seelenwind. Oh ja, definitiv. Ah, Vlad kriegt noch einen Punkt. Achso, der hat ja so viel sich angestrengt. Hat er ja recht. Nagash Todesblick, das ist gut. Melissa Ratep kriegt einen Punkt. Ja, was nehmen wir denn da? Ja, verbesserte Purpursonne. Isabella kriegt einen Punkt. Und da wir gesehen haben, wie schnell die down geht durch Geschosse, geben wir mal Schutz des Grabes. Manfred kriegt einen Punkt. Manfred, unsterblicher Schrecken, weniger Wundheilzeit. Ja, das ist gut. Das nehmen wir. Weniger Wundheilzeit. Ich meine, es könnte natürlich passieren, dass auf unserem Conquest der Kerl irgendwann mal drauf geht. Dann ist das, glaube ich, nicht so wild. Aber, ja, jetzt mal sehen. Mit wem können wir denn noch quatschen? Hier. Karak Girn, was mit euch? As long as I am Lord. Nee, der sammelt seine Kräfte. Das gefällt mir gar nicht. This action does not have my... I will hear your petition. Aha, aha, aha. Karl Franz schwächelt ziemlich doll, wenn ich das so sehe. Aber ja, ist ja kein Wunder. Wir haben ja alle seine Armeen weggebastelt. Alter, wie riesig ist denn das Imperium, bitte? Holy fuck. Mit wem sind die denn im Krieg? Oh, mit Mittelland, Ostland. Oh, meine potenziellen Verbündeten, meine potenziellen Verbündeten. Abneigung, Abkommen mit Knochenklapperts. Ah, ja, 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 ja. Kann man mit euch reden? Deliver your missive and then get... Ah, schade. Was ist denn hier mit Mittenland? Yes. Können wir mit euch reden, Boris Wüterich. My hand hovers close to my blade. Na, ist okay. Und wieder rausgetappt, ich hasse es. Es passiert mal das dritte oder vierte Mal. Okay, ne, wir können mit denen nichts machen. Was ist hier ansonsten? Wen hätten wir? Knochenklapperts? Was ist mit euch? Nee. Was hätten wir sonst? Weltenwander, Norska, südliche Reiche. Flotilla
What compels you to be... Nee, vergiss es. Apropos, habe ich euch... Ich will euch mein Koordinationsziel festlegen. Ihr sollt den Feind irgendwo mal versuchen zu binden. Greift Aquitanien an. Genau. Sehr schön. Okay, supi. Ja, wie sieht es hier aus? Ja, Armeeunterhalt ist eher mau. Eher meh. Alter, ernsthaft, dass ich gegen den mit meiner Garnison in Altdorf keine Chance habe, ist auch echt übel, ne? Ja, das ist blöd. Aber gut, man, je nachdem, was jetzt hier noch passiert, können wir noch mit Bretonia reden. Bretonia haben wir doch jetzt... Nee, wollen sie nicht. Ja, das verstehe ich alles nicht, aber gut. Ach, du bist ja noch da. Stimmt, ja. Geh mal scouten. Was da im Norden oder Nordwesten? Okay, Krugenheim ist schutzlos. Krugenheim können wir jederzeit uns holen. Niedling. Ich würde fast erst sagen, wir holen uns Niedling. Und dann Krugenheim und, naja, überhaupt. Mal sehen. Krugenheim können wir auch einfach abreißen. Wie gesagt, alles gut. Runde beenden, würde ich sagen. Okay, wir haben ein bisschen Bevölkerungsüberschuss. Das ist natürlich toll. Und irgendwelche militärischen Bündnisse werden verhandelt, die auf mich überhaupt keinen Einfluss haben. An dieser Stelle erst einmal Prost. So, mal sehen. Ja, Reikland, okay. Ja, die Agenten sind nervig, aber ich meine, hey, das kostet ihnen alles Geld. Oh, die mögen uns. Die mögen uns sogar ziemlich doll. Ah, sagt der Vernichter, hey. Couron, Bordelot, okay. Couron greift nicht an, das ist interessant. Ich meine, das gibt mir die Gelegenheit, ihre zweite Armee, die sie da stehen haben, zu vernichten. Ja, war ja, das war so klar. Ja, ist gut. Von mir aus, dann plündert das mal. Da ist sowieso nichts zu holen, also das ist wirklich uninteressant. Ja, Fehlschlag, Siedlung ausgeraubt, ja, ja. Oh, die Bois ist wieder da. In Middenland. Wo ist Middenland? Ach, hier. Ach so. Eine Rebellion ist dann da wahrscheinlich da oben bei Karoburg oder so. So, Herr Dubois, dann gehen Sie mal scouten da im Norden, wo der Gegner vielleicht noch Truppen haben könnte. Okay, Weißmund ist undefended. Ich meine, das ist halt die Frage. Was ist da drin? Ein Paladin. Knappen Landsknechte mit Schild. Speerknechte mit Schild. Speerknechte mit Schild. Bauernbogenschützen. Noch mehr Ritter des Königs. Und der hat eine... Aber der hat eine ziemlich müde Armee. Ah, das ist die Feenzauberin. Das ist ein legendärer Kommandant. Können wir das schaffen? Das ist ein 20er-Stack. Und nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Die sind natürlich hemmungslos in der Überzahl. Aber die Armee ist müde. Die Armee ist sehr müde. Ist die Frage, ob wir das hinkriegen. Ich meine, gucken wir jetzt erstmal hier rüber. Das ist, glaube ich, ein bisschen leichter zu kontrollieren im Moment. So. Oh, Krugenheim ist schutzlos. Na, das ist natürlich unvernünftig. Warte mal. Was steht denn in Krugenheim für eine Garnison? Ja, fast gar keine. Na, das sollte eigentlich für Vlad ein Kinderspielchen sein. Krugenheim sollte ein Kinderspiel sein. Aber hallo, ist das ein Kinderspiel. Wiedersehen. Ja, ausrauben, abreißen. Aber das ist halt so viel Geld, ne? Ach komm. Ah, okay, du wirst auf jeden Fall Verschleiß erleiden in der nächsten Runde. Scheißegal, wo ich dich hinschicke.
Gut, egal. Krugenheim ist ausgeraubt. Das ist schon mal wichtig. Jetzt gucken wir mal. Dann geh mal hier nach vorne. Absolutely not. Dann holen wir uns nämlich als nächstes Niedling. So, das war das eine. Das ist die eine Front, die wir jetzt abgedeckt haben. Reden wir mal mit ein paar Clans. Was mit euch? Nee, wollen sie nicht. Was mit euch? Nein, wollen sie nicht. Natürlich nicht. War ja wieder klar. Reikland. Nee, wollen sie immer noch nicht. Okay. So, Mann, zu dem Fred. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Wie schätzt er meine Chancen ein? Wahrscheinlich denkbar beschissen, weil wir eine Burg angreifen. Oder? Nee, tut er gar nicht. Tut er gar nicht. Na sowas. Ja, nee, das müssen wir eigentlich, müssen wir es jetzt schlagen. Solange wir noch die... Also wir sind ja Full Heal. Wir sind Full Heal. Die Feenzauberin wird gegen uns keine Chance haben. Die hat jetzt gar nicht mal so... Ja, die ist Magierin und sehr schnell, aber es bringt ihr gar nichts. Die Siedlungsgarnison ist zwar ganz ordentlich, aber nö. Keine Chance, sage ich euch, gegen uns. Und ja, ich würde sagen, bevor ich eine Aufnahmepause mache, mache ich noch diese eine Schlacht. Das wird spannend. Das wird definitiv spannend. In dem Sinne, hauen wir mal rein.